Moin Moin und mal wieder willkommen auf dem Kanal. Heute gibt's was, das lag mir schon lange am Herzen. Seitdem ich das erste Mal gesehen habe, musste ich das haben, auf jeden Fall. Und zwar ist es das, ja, draußen ist heute ausnahmsweise noch hell, das Spiel Boss Monster. Und zwar ist das in der geilen alten NES Super Nintendo Master System Area Grafik gehalten, sag ich mal. Erinnert auch verdammt an die alten Verpackung vom Super Nintendo, auch mit dem, ne? Ich denke mal, wer aus der Zeit stammt, der weiß, wovon ich rede. Und hier müssen wir uns einen Dungeon bauen und müssen damit dann Helden einfangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Schauen wir mal eben drauf. Bossmonster bietet dir die Chance, der ultimative Bösewicht zu werden, der Boss deines eigenen Dungeons im Stil eines Sidescroller-Videospiels. Falls du jemals Stunden damit verbracht hast, dich durch die pixeligen Gefahren der 8-Bit-Dungeons auf jeden Fall zu navigieren, dann ist das Bossmonster genau das Richtige für dich. Werde ein Bösewicht, baue deinen Dungeon, locke waghalsige Abenteurer hinein und mache sie an alle platt. Inhalt 155 Karten mit einer tollen Pixel-Artwork-Grafik, eine Anleitung. Sehr, sehr geil. Autoren Johnny O'Neill und Chris O'Neill erschienen bei Pegasus. Brotherwise Games. Jo, wir schauen einfach rein. Das hier wird einfach ein ganz stumpfes Unboxing, weil ich Bock habe, euch die Artworks von den Karten zu zeigen. Ich weiß, ist ein bisschen nostalgisch, aber wer aus der Zeit stammt, ich denke mal. Oh, vor lauter Freude gleich fast die Kamera umgehauen hier. So. Das machen wir lieber kurz offcam hier, sonst gibt das. So. Günstigster Anbieter übrigens auch wieder Planet Fantasy. Um das mal wohlwollend zu erwähnen. Jawohl. So. Hier drin haben wir. Ja, geil. Sieht auf alle Fälle schon mal cool aus. Die Spielanleitung. Ein schön böses Kartenspiel, jawohl. 10 Jahre. Jawohl, hier haben wir die Gebrauchsanleitung. Die Regeln und definitiv auch ein Let's Play gibt es hier auch auf dem Kanal, weil ich da schon tierisch Bock drauf habe. Mit so kleinen Sachen bin ich ja manchmal mehr zu erfreuen als mit großen Sachen. Und wir packen mal kurz aus, was wir hier drin haben. Schauen wir mal, ob es hier irgendwelche verschiedenen Kartentypen gibt. Spielaufbau, Rundenanfang. Bauphase, Inhalt suche ich doch mal. Ah, hier haben wir das Spielmaterial. Vorderseite, Rückseite ist klar. Wir haben 8 Bosskarten, 75 Raumkarten und 31 Zauberspruchkarten. Alles klar. Das erklärt die drei Stapel. Sind wir schon mal auf dem Laufenden? Jo, dann schauen wir doch einfach mal hier rein. Da. Wer mich kennt und meine Videos, der weiß, dass ich an solchen Auspackdingern immer verzweifle. Oh, der geht aber besser. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, irgendwas bei Magic und das war so katastrophal, das auszupacken. So. Stapel 1. Fangen wir da erstmal an. Gucken wir mal hier ein bisschen auf die Artworks. Aber ich mache mal kurz Pause und stelle die Kamera. Obwohl, müsste eigentlich auch so gehen. Schauen wir mal. So, hier haben wir den Draculord. Ja, die Grafiken. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie das funktioniert, aber ich zeige euch einfach mal auch hier geil mit dem, wie früher. XP, also ich denke mal Experience Points natürlich. Kennt ja jeder. Mit Level Up. Super gute Artworks. Wie gesagt, ich gehe nur einmal kurz durch, um euch die Karten zu zeigen, weil ich finde das so geil, dass das auf alt gemacht ist. Retro Gaming scheint ja eh immer aktueller zu werden. Und wenn man dann mal guckt, was cool, wenn man dann mal guckt, was heutzutage alte Super Nintendos etc. kosten, das ist puh, ne? Wenn man denkt, dass sie damals auf dem Flohmarkt hat man sie hinterher geschmissen gekriegt. Und heutzutage kosten die schon wieder richtig Asche. Und die Spiele dafür ziehen auch wieder an. Oh, da fällt gleich einer runter. Waffenkammer der Goblins. Fabrik. Ja, cool. Gefällt mir definitiv sehr, sehr gut. Das Labyrinth des Minotaurus. Einen Stapel ab, bevor er wieder drunter fällt.
Ja, das ist doch mal definitiv schick. Ich gehe mal ein bisschen schnell durch. Das ist wirklich so, wie das da mal. Ha, Metroid lässt grüßen. Eins der Top-Spiele auf Super Nintendo, meiner Meinung nach. Super Metroid. Schade, dass mir heutzutage bei der vielen Arbeit die Zeit fehlt, auch noch Video zu spielen, weil mittlerweile hat sich da ja sehr viel getan und alles, was Neues muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Da gibt es auch sehr, sehr, sehr schöne Sachen. Aber wie gesagt, Warhammer und Magic und der YouTube-Kanal und die Arbeit vor allem und natürlich auch noch mein Nummer 1 Hobby, die Musik. Da bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit. So, wir schauen trotzdem einfach mal weiter hier. Da ist der Autofokus wieder. Jawohl, da hat er recht. Die Mona Lisa. Super geil gemacht. Wie gesagt, auch so, ja, wer kennt solche Dinger nicht? Aus diversen Spielen. Also auch viel Artworks hier, die aus so Rollenspielen, Jump'n'Runs, sonst was sein könnten. Also ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich aus irgendwelchen Spielen sind oder ob die frei gestaltet worden sind, weil ich denke mal, sonst würde das wahrscheinlich die Copyrights verletzen. Folterkammer her war auch sehr, sehr geil. Fallen. Zombie-Gefängnis. Ah, okay. Hier haben wir Vernichter. Das sind vielleicht die Zauberspruchkarten. Assassine. Ne, das sind wahrscheinlich die Heldenkarten. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Einsturz? Ne, das könnte auch genauso gut die Zauberspruchkarten sein. Gegen Zauber. Ja, Counterspell. Erschöpfung. Angst. Einfrieren, ja. Auch mal wieder ein klassischer Rollenspielzauber. Riesenwuchs. Ja, also so ein, zwei Sachen von Magic. Des Teufels Advokat, unglaublich. So einige Sachen von Magic lassen sich hier durchaus wiederfinden. Streik der Kobolde, jawohl. Motivation. Ja, ein Arbeitgeber. Wie man sieht. Ja, mich hat schon wieder die Rüsselseuche alt aufgrund des scheiß Wetters draußen. Aber kein Grund, keine Sachen auszupacken. Wer arbeiten kann, der kann auch spielen, oder wie war das noch, ne? Ängstlichkeit. Zombieangriff. Auch immer aktuell. Ja, das waren jetzt mal ganz grob. Einmal kurz die. Ah, ne, Moment. Ach, wir haben ja noch die Heldenkarten. Würde ich mal frei behaupten, dass ihr ja ein normaler Held. Genau, die Heldenkarten aber auch noch. Jetzt wollte ich mich schon fast verabschieden. Aber, wie gesagt, ich wollte euch einmal die Artworks präsentieren, weil ich finde das echt schick. Das mit dem Öffnen, das ist wie gesagt immer nicht so ganz meins, aber so, zack. So. Kleriker. Also diese. Ach, da werden alte Rollenspielerinnerungen wach hier. Sehr, sehr, sehr cool. Und ich muss auch ehrlich sagen, also wir haben aktuell auch ein Super Nintendo wieder angeklemmt. Ein NES haben wir leider nicht mehr. Und da spiele ich im Moment, wenn ich Zeit finde, Super Metroid. Meine Frau ist bei Mario und natürlich Zelda. Und das sind auch mit der Grafik. Ich finde das einfach nur genial. Mag sein, dass wir in der Zeit groß geworden sind, aber es, wie gesagt, es scheint sich wieder größerer Beliebtheit zu erfreuen. Alte Sachen zu zocken. Vielleicht ist das nur unsere Generation, die so um die 1980er aufgewachsen ist und das alles halt mitgekriegt hat. Ja, wie gesagt, also ich habe schon richtig Bock auf das Spiel. Wenn das jetzt auch nur halb so gut ist. Wie ich das gesehen habe, zum Beispiel bei, wo war das noch, Spiel doch mal auf dem Kanal, die hatten das freundlicherweise schon mal vorgestellt. Ja, ich hatte es dann aber günstig gesehen jetzt bei Planet Fantasy und wie gesagt, das musste ich haben. Also das war sowieso nur eine Frage der Zeit, bis es kommt. Ja, das war jetzt einfach mal ein Unboxing in relativ ausführlicher Weise für ein kleines Kartenspiel, sag ich mal, aber das
Hat einfach Stil und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Die Regeln und natürlich ein Let's Play folgt. Wenn mich jetzt die Grippe nicht endgültig dahin rafft, wird das wahrscheinlich ziemlich zeitnah folgen. Ansonsten, ja, sobald ich wieder einigermaßen auf dem Damm bin, es kommen jetzt ja demnächst auch ein paar Feiertage freundlicherweise. Und das gar nicht mal so knapp, wenn ich mich recht entsinne. Also wir müssen diese Woche noch voll und dann haben wir, glaube ich, nächste Woche schon den Donnerstag einen Feiertag. Und freundlicherweise haben wir den Freitag dann Brückentag. Das heißt 4 Tage am Stück Zeit. Da werde ich auch eine ganze Menge Warhammer machen. Vielleicht mache ich euch da auch mal ein Armee-Update, was ich so habe. So eine kleine Armee-Vorstellung. Ja, kleine Auseinandersetzung mit dem Drucker gehabt. Ja. Das ist erstmal der Plan für die nächsten Tage. Hauptplan ist erstmal nicht weiter krank zu werden und wieder fit zu werden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut, ciao.